Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Teil der Januar-Serie Cocktails ohne Alkohol. Heute mache ich mit euch den Cinderella. Dafür brauchen wir folgende Zutaten: 2 cl Kokossirup, 3 cl Sahne, 9 cl Orangensaft, 9 cl Ananassaft und 2 cl Grenadin. Wir geben alle Zutaten bis auf die Grenadine in den Shaker. Wir geben 3-4 Eiswürfel in den Shaker, schließen ihn und shaken 10 Sekunden kräftig durch. Nun füllen wir ein Cocktailglas mit Eis und seihen den Cocktail ins Glas ab. Achtet dabei darauf, dass im Glas noch ein wenig Platz bleibt. Als letzten Schritt floaten wir den Cocktail nun mit der Grenadine. Da diese schwerer ist als die Saftmischung, sinkt diese nach unten und hinterlässt eine schöne Färbung. Und fertig ist der Cinderella. Vom Geschmack her ist er sehr fruchtig und süß. So, das war der alkoholfreie Januar. Natürlich gibt es noch mehr leckere Cocktails ohne Alkohol. Kennt ihr noch einen, den ich vorstellen soll? Schreibt's mir in die Kommentare. Über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.